Von mir aus können wir direkt loslegen. Und damit sage ich auch einfach mal auf YouTube einen wunderschönen guten Tag. Neue Aufnahmesession mit The Witcher 3 im Stream. Ich freue mich drauf. Die Leute sind gut drauf. Ich bin auch gut drauf. Und wir schauen jetzt einfach mal, was wir hier Schönes haben. Ah, wir konnten ja hier noch Dinge tun. Hier waren wir letztes Mal und hatten diesen Fight gehabt, diesen mega krassen Fight. Aber wir gehen aber mal, wieder weg. Wir gehen mal hier unten lang. Oh, Moment. Starkstromschutzschalter. Danilaf, Alter. Starkstromschutzschalter. Moment. Wo ist mein... Ich muss das aufschreiben. Wenn irgendwann mal wieder ein Let's Play mit... Wenn ich irgendwann mal ein Let's Play mit... so ein neues LPT mit Erik mache, ich muss vorbereitet sein. Stark... Strom... Schutz... Schalter. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schmuckkästchen. Okay, das geht auch. Moment, das schreibe ich noch gleich mit auf und dann fangen wir an. Hier. Schmuck. Kästchen. Okay. Sehr gut. Tschechisches Streichholzschächtelchen. Alter. Okay, das kann ich nicht schreiben. Ich weiß, dass unter der Witcher, unter dem Witcher-Let's Play jetzt wahrscheinlich hunderte Wörter stehen, die man sagen kann. Das weiß ich jetzt schon. So. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Na toll. Magische Lampe. Durchsuche den Raum mit Hilfe deiner Hexersinne. Okay. Ich hab nichts gefunden, können wir weitergehen? Achso, okay. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Ja, guck mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten, doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Versuchen wir das Resel... Resel. Geht gut los, Leute. Versuchen wir das Rätsel zu lösen. Tun wir es. Na gut. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Magische Lampe. Entzündet die Feuerschale in der richtigen Reihenfolge. Keine Ahnung. Ich... Oh, moin! Finde ich jetzt aber nicht so cool. So. Okay, das war schon mal falsch. Was haben wir wohl falsch gemacht? Ich war. Kann ich nicht noch mal, kann ich noch mal vorlesen, bitte? Wie lautet noch mal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten, doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Okay, das hier ist schon mal der Dritte. Habe ich das richtig verstanden? Das ist die dritte Flamme. Kann ich mir das nochmal irgendwo durchlesen? Weil das bringt mir nichts, wenn die Alte mir das dauernd sagt. Ich will mir das selber irgendwie durchlesen. Kann ich das irgendwo? Wahrscheinlich, ne? Ah ja. Error, ja, aber echt. Das besagte Objekt, das ist das aber nicht. Ne? Kann ich das? Oh
Muss ich mir das immer von der anhören oder was? Das ist doch blöd. Also das ist auf jeden Fall der dritte gewesen. Das habe ich richtig rausgehört. Sag nochmal. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Ich glaube, das ist der erste. Kann das sein? Ja. So. Doch wie der zweite spielte auch er. Dann kommt er. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Du brennst. Vier Statuen. Alle sehen gleich aus. Dann kam er. Und dann er. Es hat funktioniert. Okay. Gut. Sehr schön. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Kriegenern von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Wie alle gerade voll überrascht im Chat waren, ne? Das finde ich jetzt aber ein bisschen unfair. Finde ich jetzt ein bisschen unfair. Hier ist eine Kiste. Nehme ich mit. Oh, wow, Tobi. Hey, wow. Weißt du? Finde ich jetzt aber nicht gut. Ort der Macht. Ort der Macht. Oh. Der hockt wenigstens. Der hockt wenigstens nicht faul rum, weißt du? Das ist nämlich ein Ort der Macht. Ne? Finde ich gut. Einfach großartig. Speichern. Dankeschön. Okay, let's go. Fuck. Wo ist das Feuer? Da. Moin! Hä? Bleibst du vielleicht mal stehen? Bitte. Ziere dich nicht so. Dreh dich mal um. Komm mal her. Haha. Nein. Aua. Komm, Golem. Golem. Ja. Danke. Nein. Na, Bruder. Nee. Lass das mal. Nee. Nee, 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 nee. Hör mal auf. Bitte. Nein, 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 nein. Na komm ran. Jetzt lass ihn doch mal. Er ist überfordert. Siehst du das nicht? Monsterhens, Staub, Golemherz.
Wie hat die den im Blatt gekriegt, Alter? Heftig. Krasse Alte. Und? Kommst nun? GG. Lass mich mal. Ich will die Kartoffeln hier mitnehmen. So. GG, Alter. Voll gut. Hätte ich jetzt nicht von ihr erwartet, aber danke. Schön, schön. Wie mache ich nochmal die Fackel? Nee, so. Ach, mittlere Maus, das war das. So. So, die Pilze nehmen wir natürlich auch mit. Zwischen Leber und Milz passt immer ein Pilz, ne? Ihr wisst es ja. Oh, was sehen denn meine müden Augen da? Hallo. Aber nicht die feine englische Art. Heute ist wieder gut, ich merke das schon. Oh, eine Kiste. Ein Runenstein. Na, herzlichen Dank. Oh, noch mehr Kisten. Runenstein, Scheuklappen, Mondscherben und noch ein Runenstein. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Kiste haben wir schon. Sonst noch irgendwas? Nö. Ciao. Ciao, Hadelan. So, wo geht's hier raus? Oh, hier sind noch mehr Kisten. Runenstein, Silberschnur, Maibohrerschwert, Insektenöl, Igniglyphe, Jägerstiefel, Zwirren, Floren und Phosphor. Cool. Könnt gerade mal ein bisschen Terroristen. Okay, die haben wir schon. Das Ding kann man nur anmachen. Mädchen, wo geht's zurück? Ah, ich muss hier wahrscheinlich irgendwas suchen. Ne? Oh ja, das ist geil. Silbererz, Schatzjäger, Gambeson. Die Meritium-Bombe. Eine Assassinenhose. Lederbänder, Floren und Optima Mater. Cool, cool, cool. Vom Schwierigkeitsgrad her muss ich sagen, geht's eigentlich bis jetzt, oder? Also ich denke für meine Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Haben wir doch schon. Ich glaube für unseren oder für meinen Skill ist das, glaube ich, im Moment genau richtig. Finde einen Weg an die Oberfläche. Müssen wir jetzt alles wieder zurücklaufen? Oder ist hier irgendwo ein Ausgang? Hä, wir müssen jetzt nicht alles wieder zurücklaufen, oder? Was war das für ein Geräusch? Egal. Dankeschön für eure ganzen Subs und Resubs übrigens, ne? Vielen, vielen Dank. Hm. Moin. Ah doch, okay, jetzt habe ich wieder. Jetzt zeigt es auch mal wieder an. Okay. Jod, Jod. Ziehen wir mal durch, wa? Ah, jetzt ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Kehra mir gegeben hat? GG, ey. Krass. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kehra. Quest aktualisiert, magische Lampe haben wir geschafft. Saugeil. Abgeschlossen, juhu! Alter. Alter Schwede, was für eine geile Quest. Einladung von Kehra Metz. Ja, der werden wir bestimmt bald folgen, der Einladung. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Aber weißt du, wir gucken uns jetzt die ganze Zeit ihre Nippel an. In der Höhle da unten.
Und dann sollen wir nicht, dann kommen wir nicht auf den Besuch vorbei oder was? Okay, die Hose ziehen wir auf jeden Fall an. Yo, nice one. Wie sieht's mit den Schuhen aus? Oh, top, warte, wie war das nochmal mit dem Vergleichen? Nein, C war es nicht. V war es auch nicht. Ah, hier, Shift war es. Okay, was ist hiermit? Okay, das, was wir haben, ist besser. Aha, ist auch, was wir haben, besser. Okay, okay, okay. Gut, was haben wir hier noch für Schwerter? Ah, das ist fast besser, ne? Rüstungsdurchbohrung haben wir hier allerdings. Das ist auf jeden Fall besser. Einmal switchen, zack. Wobei wir halt hier schon die Runen drin haben, ne? Aber da haben wir halt mehr Grundschaden. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. Das ist eigentlich nicht verkehrt. Und den ganzen anderen Stuff, den bringen wir einfach zum Verticken. Das passt. Cool. Alter Schwede, was eine Quest, ey. Voll geil. Wie eine Menge Bier noch gefunden. Das ist natürlich auch super Handwerk. Alter, wie soll man da nur... Ach, wie soll man da nur die Übersicht behalten? Alter, diese Grafik. Ich speichere nochmal. Luis Häusel, vielen Dank für deine 2 Euro. Natürlich auch an alle, die subben und resubben. Ne? Ihr wisst ja, unendliche Dankbarkeit an euch gesendet. Wirklich, vielen, vielen Dank. So, oh, warte mal, Blue. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Untersuche alle verbleibenden Spuren in Velen und finde die Frau des Barons. Wir können doch mal nach Skill gucken. Ich glaube, wir können auch wieder... Jo, wir haben 5 verfügbare Punkte. Und einen freien Skillplatz. Ja, was machen wir denn da nun? Das können wir ja nicht mehr verbessern, ne? Das geht nicht mehr. Hier können wir theoretisch gesehen nochmal einen Punkt draufsetzen. Dann haben wir das auf 5 voll. Das wäre eigentlich gar nicht mal so dumm, weil das benutze ich eigentlich am meisten. Wie kommen wir denn hier? Ah, da brauchen wir noch einen Punkt, den wir hier verteilen müssen. Glyphen, Täuschung, das ist Art, ne? Ne, Axi ist das. Quen. Irden. Art, das ist das hier. Erhöht die Reichweite. Ist vielleicht gar nicht mal so dumm eigentlich, ne? Verbessern das einfach mal. Jetzt haben wir nämlich die untere Leiste hier neu freigeschaltet. Feuerstrom. Bewirkt einen kontinuierlichen Feuerstrom, der einem einzelnen Gegner Schaden zufügt. Ausdauerregeneration im Kampf. Wobei ich das eigentlich cooler finde, dass das so Flächenschaden macht, ne? Was haben wir denn hier noch? Starker Angriff. Verteidigung. Meisterschütze. Ich würde fast schon die Armbrust gerne noch ein bisschen verbessern. Was ist das hier? Kriegstrance. Ich würde das hier gerne machen. Lass mal 2 Punkte draufsetzen und das hier mit reinnehmen. Einfach weil wegen Armbrust. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, weil wenn man auf Fernkampf und so ein bisschen, weißt du, das ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Wir müssten... Was ist das da hinten denn? Was ist das? Hier, diese Insel. Oh, wo sind wir denn? Wir sind ja hier unten. Okay, das wird ein langer Abend, Freunde. Ja, moin. Guck. Geil. Alles klar. Gut. Ich speichere mal. Wir fahren mal kurz zu der Insel darüber und dann würde ich sagen, haben wir ordentlich Action gleich mit den Fragezeichen. Krass. So, hock dich mal hin. Und dann fahren wir mal dahin. Komm, let's go. Ach, guck ihn dir an da hinten, wie er uns beobachtet hat. Der kleine Drecksack. Sieht sehr interessant aus. Ich speichere mal. Safety first. Okay, warum wird es jetzt so düster? Das finde ich jetzt nicht mehr lustig. Versteckter Schatz. Okay. Ich bleib mal hier stehen. So. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall Blumen. Blumen und eine Kiste gibt es hier. Ach ja, war ja klar. Warte mal. Hey.
Au. Hey. Nee, 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 nee. Hier. Für euch. Ich finde das nicht nett. Yo, halt dich mal fest. Wir gehen gleich auf Abfahrt. Halt dich fest, Bruder. Oh, warte mal, ich brenne. Eine blutverschmierte Notiz. Erinnerung für mich selbst. Kleine Insel mit Ruinen oder einer Brücke aus roten Ziegeln. Das ist der Ort. Es sind noch Spuren von einem Lager auf der Insel. Ich werde die versunkenen Ruinen durchkämmen müssen. Dort ist eine Truhe zu sehen. Okay. Ja, mach mal. Temedrischer Dolch. Nehmen wir natürlich auch mit Dolch. Dolce Capana. Kennt ihr die? Das ist so eine Marke. Das kaufen sich gerne Leute, die Geld haben. Oh, Gesellenwaffenreparaturset. Kohle. Ferdenischer Schützengambeson. Ja, damit. Hydragenum. Klinge von Tiere Toscher. Keine Ahnung. Wir nehmen es mit. So, und die Hundepetersilie nehmen wir natürlich auch mal mit. So. Okay, also der Schatz ist nicht hier, habe ich das richtig verstanden, sondern der ist irgendwo anders. Oh, ich habe mal ein bisschen Angst, unter Wasser zu kämpfen, ne? Vielleicht brauchen wir dafür die Armbrust. Speichern mal und dann... Da unten sehe ich schon was. Na komm, tauch mal. Tauchen? Ach, geht nicht, da sind... Okay, warte. Hä, wieso kann der jetzt nicht tauchen? Hallo? Hä, wieso taucht denn der nicht? Hallo? Ja, ich halte C gedrückt, aber er macht's nicht. Geralt! Kann auch ein Bug sein. Och, nö, ey. Och, Geralt, ey. Was machen wir nur mit dir? Boah, wir kriegen Besuch. Neuladen? Nö, ey. Was muss ich denn neu laden? Ich hoffe nur den Spielstand. Okay. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Buckelsumpf? Okay. Jetzt try to gehen. Ah, jetzt klappt. Alles klar. Level 10. Ein Schuss? Was? Wieso ist der mit dem... Hä? Wieso ist der gerade mit einem Schuss gestorben? What the fuck? Wieso ist das unter Wasser so imbar? Heftig. Okay, das ist ein bisschen kritisch da jetzt mit denen da unten. Das finde ich nicht so geil. Gut, vielleicht kriegen wir das einigermaßen hin. Scheiße. Fuck. Okay, das macht mir irgendwie Angst. Irgendwie macht mir das Angst. One-Shot, Alter. Oh, die Kiste. Das sind Kisten. Scheiße. Schnell. Ich sammle das schon mal schnell ein, weil wir müssen nach oben. Okay, wir haben die Quest abgeschlossen, glaube ich. Ist da sonst noch was? Weil wir müssen hoch. Jetzt sind wir gleich abgedribbelt. Ja, warte. Los. Oh, das war knapp. Oh, er nimmt ein Bad. Komm, wir schwimmen zusammen. Warte, geht das? Lass uns... Können wir?
Okay, vielleicht geht das bei denen. Ja. I. Das ist widerlich. Okay. Komm, wir ziehen durch. Voll geil. Sucuk Boy. Sucuk Boy, Alter. Ich grüße dich. So. Okay, komm, wir hauen ab. Wir gehen wieder zurück auf die andere Seite, wo wir vorhin waren, weil... Boah, hier gibt es jede Menge zu tun. Gut, hier ist halt noch ein Anschlagbrett, ne? Da auch, da auch. Aber gut, komm, das wird ja jetzt erstmal hier... Das wird ja hoffentlich erstmal alles sein in der Region. Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Hui! Es gibt noch viel mehr zu tun. Ja, ich weiß, aber ne, wir machen jetzt erstmal die Fragezeichen. Und ich glaube ja nicht, dass wenn wir jetzt an dem... Also wenn wir jetzt an dem... Wie ist denn das jetzt, wenn... Wenn wir jetzt diese Fragezeichen da machen... Sind an den anderen Anschlagbrettern, ist an den Ort, wo wir jetzt aber sind, nicht nochmal ein Fragezeichen, oder? Das kann ja gar nicht. Weil da ist ja schon ein Fragezeichen, oder können hier theoretisch gesehen noch mehr sein? Also hier. Und das wäre hart. Doch. Okay, es ist ein... Oh Gott, hier sind auch noch so viele Anschlagbretter. Ach du Scheiße, Alter. Na komm, wir pimmeln uns ja mal durch. Wir pimmeln uns hier erstmal durch und gucken einfach mal, was passiert. Ich meditiere aber vorher mal. Okay. Das wird noch ein ziemlich langer Spaß. wo gehen wir denn mal als erstes hin? Hier, das ist doch gleich um die Ecke. Da gehen wir nochmal als erstes hin. 100 Stunden plus in Wählen wegen Fragezeichen. Ja, das dachte ich mir schon. Dass das noch eine ganze Ecke da... Verpisst euch. Haut ab. Bewachter Schatz. Wo siehst du es? Ach, eine Erscheinung. Ja, mein Gott. Das ist jetzt aber wirklich nicht so wirklich das Problem, oder? Moin. Bist du für ein Dulli? Echt? Lass mich in Ruhe, ey. Ich geb dir auf die Fresse. Ich geb dir auf die Fresse, ey. Wo sind die anderen? Da ist er doch. Hallo. Nein, nein. Cool. Haben wir. So, lass mich mal kurz überlegen. Hier. Okay, da sind noch jede Menge Blumen. Hier müsste man ja hochklettern können. Easiness. Und da ist der Schatz. Nägel, Perlen, Nilfgaardnisches Langschwert, Schwertwal. Ein Gambeson. Dimitriumerz. Dimitrium. Okay, es heißt ab sofort Dimitriumerz, ja. Und gegerbtes Drakonidenleder. Ich weiß. Dimitrierz. Das heißt ab sofort Dimitrierz, okay? Das sammle ich bei Minecraft auch immer. Leckeres, schmackhaftes Dimitrierz. Okay, ich gucke gerade, ob hier noch irgendwo was ist. Ach, ein Spätzünder. Jo, mei. Was machen's denn Sie hier? Nein. Hey.
okay. Wo liegt er? Wo liegt er? Da liegt er. Sehr schön. Gut, ich glaube, dann haben wir hier auf jeden Fall.